Herzlich willkommen zu einer weiteren Chorprobe des ersten Wiener Gemeindebauchors. Mein Name ist Martin Strommer und ich darf seit knapp 12 Jahren diesen Chor leiten. Der Chor, das heißt die Sängerinnen und Sänger, treffen sich Montag, Dienstag oder Donnerstag, manche kommen auch gern zweimal, an verschiedenen Standorten in Wien. Montags im 22. Bezirk, dienstags im 15. Bezirk und mittwochs im 10. Bezirk. Falls Sie Interesse haben, nach den bisherigen Chorproben und nach der heutigen Chorprobe uns einmal auch im realen Leben zu besuchen, wahrscheinlich erst ab September, dann kommen Sie doch einfach in unsere Probelokale. Auf unserer Homepage wohnpartner.at finden Sie alle Informationen. Wenn nicht, rufen Sie einfach bei einer Wohnpartnerstelle an. So, dann wollen wir gemeinsam heute die Chorprobe beginnen und zwar mit einem Auflockern, Aufwärmen unseres Körpers, wie wir es auch schon in den vergangenen Proben gemacht haben. Gerne bewegen wir zuerst einmal die Schultern, um den Oberkörper ein bisschen flexibel zu machen. Vielleicht etwas langsamer und ruhiger als ich. Und auch in die andere Richtung. Genau, im Stehen können Sie es auch gerne gegengleich probieren. Genau, Füße und Hände, Arme und Beine ausschütteln. Die Oberfläche des Körpers, ruhig auch die Beine und alles, wo Sie gut hinkommen, ein bisschen abklopfen, auch das Gesicht, die Wangen, da unten vorsichtig, genau, ein bisschen die Gesichtsmuskulatur kneten. Genau, vielleicht ein bisschen die Ohrläppchen massieren, das soll sehr anregend sein. Genau, vergessen Sie nicht, die Gesichtsgrimassen zu machen. Umso hässlicher, umso besser. Auch Zähne putzen. Mit der Zunge. Sie spüren danach gleich so ein anderes Gefühl. Das hilft alles, um unseren Körper und unseren Stimmapparat gut nutzen zu können. Genau. Dann wollen wir beginnen, unsere Stimme langsam zu aktivieren mit ein bisschen Gesumme. Wichtig ist, dass Sie nicht die Lippen zu sehr aneinander pressen und einen engen Raum haben im Rachenraum. Wichtig ist, dass es möglichst weit alles auseinander geht, weit öffnen, sodass wir viel Klang erhalten. Genau, sehen Sie das? Oder hören Sie das? Spüren Sie das?
Als nächstes, eigentlich eine meiner liebsten Übungen, ich glaube, wir haben sie schon einmal in der zweiten Chorstunde gemacht. Moa, 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 Mo ist der Text. Schauen wir, dass das A und das O gemeinsam in der Mitte bleiben, schlank bleiben und nicht Moa, Moa, Moa passiert. Moa, 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 Moa. Machen wir es einmal gemeinsam. Moa, 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 wenn wir den Tonraum beim Einsingen möglichst weit erreichen. Natürlich mit dem Summen noch nicht, dann mit einer ersten gemütlichen Übung, so wie dieser, ein bisschen schon und vielleicht noch mit einer dritten, dann doch ausreizend. Ich mache gerne diese Übung, ich glaube, wir haben sie auch schon einmal angesungen. Ja. Zuerst die ersten fünf Töne. Ja. Und an dieser Stelle kommt der schwierige Moment, nämlich dass die Stimme nicht abreißt und wir trotzdem in der Oktave beginnen können. Ja. Genau, das Ganze auf einem Atem. Sie wissen, wir atmen tief in den Bauch. Der Bauch kommt heraus. Der Bauch zieht sich zusammen. Wie ein Blasbalg geht der Bauch auf. Und genauso entleert er sich. Ja. Was Ihnen gut liegt, wie Sie es gut machen können und vor allem, wie hoch Sie raufkommen und nutzen Sie den weiten Raum und machen Sie es nicht so eng, dann gelingt auch viel mehr und es macht auch mehr Freude. Das heutige Lied heißt The Scat Calypso. Ein Calypso, das ist ein Tanz, kein Standardtanz. Ich verkühle mich jetzt, wenn ich vielleicht sage, ein lateinamerikanischer Tanz, aber ich glaube, auf den, das Instrument, das man dazu auch spielt, ist die Steel Drum und das findet man auf Kuba, glaube ich. Da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten müssen. Das Cat Calypso. Das Wichtige daran ist aber, dass wir keinen oder so gut wie keinen Text haben. Scat oder das Scatten, wir haben das schon beim Jodler angesprochen,
bedeutet, dass man Musik macht, singt, allerdings mit willkürlichen Silben. Holla Drio oder wie in unserem Fall heute, die Jawa-Dawa-Da. Und bevor wir das singen, versuchen Sie mit mir einmal den Text, den schwierigen Text zu sprechen. Die Jawa-Dawa-Dawa-Dawa-Dam-Dam-Da. Djava-dava-dava-dava-dam-dam-da. Djava-dava-dava-dava-dam-dam-da. Genau. Und so wollen wir gleich starten. Ich lasse die ersten zwei Takte kurz aus und wir starten gleich mit dem A-Teil. Sie sehen das große A. Djava-dava-da, the Scat Calypso. Djava-dava-da, let's sing along. Tiyabadabada, the Scat Calypso. Tiyabadabada, let's sing along. Tiyabad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 
die sehr eine tiefe Stimme haben oder das vor allem auch singen können, die können gerne den Tenor eine Oktave tiefer, zumindest klingt es so, mitsingen. Es ergibt dann die gleiche Stimme. Gut, jetzt kommt's zum B-Teil. Der B-Teil zeichnet sich dadurch aus, dass wir einen anderen Text haben, und zwar einerseits, wie ich es empfinde, den Ruf, ah ja, 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 was auch immer das bedeutet. Vielleicht bedeutet das, Achtung, der Feind kommt, aber vielleicht bedeutet es, Achtung, da gibt es irgendwo Freigetränke. Also, da sind Ihnen alle Fantasien offen. Ah ja, 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 muss auf jeden Fall sehr emotional und sehr kräftig gesungen sein. Im Gegensatz dazu, Kuruku, ein Vogel unterbricht, ein Vögelchen unterbricht den martialischen, archaischen Schrei, ah ja, 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 Kuruku, ah ja, 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 Kuruku, ah ja, 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 Kuruku. Genau. Und das wäre schön, wenn wir das auch, wenn wir singen, umsetzen könnten. Ich möchte diesmal mit der Basslinie beginnen. Ah ja 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 Kuruku, ah ja 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 Kuruku, ah ja 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 Kuruku, ah ja ja ja. Genau. Als nächstes schlage ich vor, dass wir den Alt singen. Ah ja 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 Kuruku. Ai 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 ya kuku, ai 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 ya kuku, ai 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 ya. Sehr fein. Und die Tenorstimme, den Sopran, heben wir uns diesmal bis zunächst auf. Ai 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 ya kuku, ai 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 ya kuku, ai 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 ya. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und jetzt noch die Sopranstimme. Und gemeinsam schreien wir zum Schluss. Hey, 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 hey. Jeder in seiner Lage, aber auf dem richtigen Ton. Sehr gut. Wollen wir den Refrain oder den B-Teil, das A-Ja-Ja-Ja-Kuruku, einmal gemeinsam probieren. Ich spreche den Text nur leise mit. Jetzt gibt es noch das Intro, und das Intro ist sehr angelehnt an diesen Teil, deswegen machen wir ihn zuletzt. Die Bässe singen. Ai, 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 ja. Ai, 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 ja. Und hör nicht auf. Ai, 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 ja. Ai, 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 ja. Jetzt kommt der Tenor dazu. Ai, 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 ja. Ai, 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 ja. Und hör nicht auf. Thank you.
Das Lied kann man beliebig oft wiederholen. Zweimal den A-Teil, einmal den B-Teil und dann noch einmal A und noch einmal B und zwischendurch noch mal das Intro einbauen. Also das Lied war zwar jetzt kurz, aber man kann es auf verschiedene Arten und Weisen zusammenbauen. Damit möchte ich mich für heute wieder verabschieden von mir zu Hause. Liebe Grüße an meine Sängerinnen und Sänger, die ich hoffentlich bald wiedersehen werde. Heute war das eigentlich letzte, weil sechste Video im Plan. Ich habe mich aber dazu entschlossen, auch nächste Woche noch eines zu machen. Das heißt, schauen Sie weiterhin auf unserem YouTube-Kanal unsere wöchentliche Chorprobe. Alles Liebe, Ihr Martin Strommer.